Beim Spiel des EHC Salzburg zurück gegen die Knähe ins Carbon zunächst die in Schwarz spielenden Gäste am Puck. Kontermöglichkeit, immer noch die Gäste, die jetzt auf das von Michael Weiß gehütete Tor waren. Schuss und Michael Weiß konnte sich ausrechnen. Dann wieder Bulli, eine sehr häufige Szene, Nachschuss und Tor. 1:0 für die Gäste aus Carbon, keine Chance für Michael Weiß. Und das war auch gleichzeitig das erste von 20 an diesem. Jetzt wieder die Gäste in der eigenen Verteidigungszone. Passen, schöne Kontermöglichkeit. Tankt sich durch, Schuss und weiterer Treffer. Auch da war Michael Weiß geschlagen. Dann wieder eine neue Aktion. Die Gastgeber viel zu weit weg. Schuss. Und ja, weiterer Treffer. Eine sehr häufige Szene. Und die Nummer 22 ist um. Dann das zweite Drittel. Pass. Die Gäste an der Scheibe tanken sich durch. Auch da gibt es Icing. Wieder mal die Gäste am Puck. Werden hier nicht attackiert. Fahrschuss. Aber dieses Mal kein weiterer Treffer. Es sollte dennoch an diesem Abend 20 an der Zahl gehen. Nachschuss. Gut aufgepasst von der Abwehr, die den Puck nicht vom eigenen Tor wegbringt. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Canadiens am Puck, wie sehr häufig an diesem Abend, fahren auf das Tor von Michael Weiß zu. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Michael Weiß war aus dieser Perspektive gesehen die Sicht verstellt. Und es gibt logischerweise Anstoß in der Mitte. Dann wieder ein erneuter Konter. Wir befinden uns nach wie vor im zweiten Drittel. Schuss, Tor, weiterer Treffer. Und auf jeden Fall geht auch dieses Ergebnis vom Spielverlauf her absolut in Ordnung. Dann der Schlussdrittel. Die Gastgeber bleiben vorerst noch an der Scheibe. Die Nummer 59, das ist Dominik Heindl. Pass. Gute Aktion. Wir befinden uns nach wie vor im Schlussdrittel. Die Zellnerbrunner versuchen es. Rückpass. Schuss. Und Tor. Weiterer Treffer für die Zellnerbrunner Canadiens. Und jetzt wieder eine gute Aktion. Wir werden hier nicht attackiert. Schuss und Tor. Das war der Ehrentreffer für die Gastgeber. Dennoch gewinnen die Gäste diese Begegnung klar und sehr eindeutig mit 20:1.